2024 feiert Elder Scrolls Online ein ganz besonderes Jubiläum. Den 10. Jahrestag seit dem PC-Launch im April 2014. Das MMO profitiert in dieser Zeit enorm vom Reifungsprozess. Ob Umfang, Angebot der Inhalte oder Bezahlmodell. Seit dem Start hat sich viel in Tamriel getan. In diesem Video blicken wir zurück auf die wichtigsten Neuerungen der vergangenen 10 Jahre und verraten euch, warum jetzt ein prima Zeitpunkt ist, um wiederkehrend oder erstmals in die Welt von Tamriel einzutauchen. Wer Tamriel durch RPG-Meilensteine wie Oblivion, Morrowind oder Skyrim kennen und lieben gelernt hat, der wird sich in ESO pudelwohl fühlen. Obwohl es sich hierbei um ein MMO handelt, setzt das Spiel einen großen Fokus auf die Geschichten und Quests. Euch erwarten klasse vertonte Dialoge, überraschende Twists, abwechslungsreiche Aufgaben und Entscheidungen, mit denen ihr im Kleinen das Schicksal einzelner Bewohner beeinflusst. Alle Aufgaben und Herausforderungen entdeckt ihr aber nur, wenn ihr die detailliert gestalteten Zonen aufmerksam erkundet. Neben Quests erwarten euch offene Verliese oder versteckte Gewölbe voller gefährlicher Kreaturen, todbringende Weltbosse sowie dynamisch auftretende Ereignisse wie die dunklen Anker oder Drachenangriffe. Für letztgenannte Herausforderungen schließt ihr euch am besten mit anderen Spielern zusammen. Gleiches gilt, wenn ihr die zahlreichen 4-Spieler-Verliese oder 12-Spieler-Prüfungen angehen wollt. Die gibt's übrigens in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und sind daher nicht nur für Profis interessant. Wer will, der kann sich aber auch auf den Handwerksbereich stürzen, Ressourcen sammeln und Rüstungssets, Waffen oder Möbel fürs Eigenheim bauen. Mit den Künsten der Alchemie stellt ihr Tränke oder Gifte her. Köche versorgen die Helden Tamriels mit Speis und Trank. Und Verzauberer verbessern Ausrüstungsteile mit Glyphen. Einiges an Abwechslung hat das MMO auch für PvP-Begeisterte auf Lager. Das wäre der Allianzkrieg in Cyrodiil, bei dem sich die drei Fraktionen in einer riesigen Schlachtkampagne mit Belagerungswaffen um Burgen und letztlich den Kaiserthron prügeln. Wer es kleiner mag, stürzt sich auf die Schlachtfelder, in denen sich die drei Teams aus je 4 Spielern in 5 unterschiedlichen Modi messen. Mit der Mahlstromarena sowie dem Grund des Watteschran hat ESO aber auch spannende Instanzherausforderungen für Solisten im Gepäck, bei denen ihr euch in unterschiedlichen Arenen immer neuen Gegnerwellen und Bossen stellen müsst. Die endlosen Archive sind wiederum eine zufällig generierte PvE-Aktivität, die einen hohen Wiederspielwert bietet und sich an Solisten und 2-Spieler-Teams richtet. Falls euch ein Mitspieler fehlt, packt ihr einfach einen der mittlerweile 6 Gefährten ein, die im Laufe der vergangenen Jahre eingeführt wurden. Die Gefährten lassen sich leveln und ausrüsten und leisten euch nicht nur bei Quests und in den endlosen Archiven gute Dienste, sondern auch in Verliesen und Prüfungen. Alternativ stürzt ihr euch auf das Antiquitätensystem, das euch nach verlorenen Artefakten suchen lässt. Oder werdet zum Meister des Kartenspiels Ruhmesgeschichten. Noch nie gab es in Tamriel so viele abwechslungsreiche Herausforderungen zu meistern. Bei so vielen Inhalten und Systemen besteht immer noch die Gefahr, dass Neulinge regelrecht erschlagen werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ihr bei der Charakterentwicklung alle Freiheiten genießt und die Fertigkeiten aller 7 Klassen frei mit jeder Waffe, Rüstung oder auch sämtlichen Gildenverbesserungen kombinieren könnt. ESO gelingt es jedoch ganz wunderbar, frisch erstellte Tamriel-Abenteurer an die Hand zu nehmen. So gibt es direkt im Spiel einen Ratgeber für Fertigkeiten, der euch Empfehlungen für mögliche Spielweisen an die Hand gibt und konkret vorschlägt, welche Fertigkeiten ihr als nächstes lernen solltet. Hilfreich ist zudem der Gebietsleitfaden, der euch über den Fortschritt in einer Zone auf dem Laufenden hält und euch auf Herausforderungen in der Nähe hinweist. Wo ihr euer Abenteuer startet, ist Indis komplett euch überlassen. Sobald ihr das mit Blackwood im Jahr 2021 eingeführte Tutorium durchgespielt habt, könnt ihr euch auf die Kampagnen des Hauptspiels stürzen oder mit einem der erworbenen Kapitel anfangen. In der offenen Welt herrscht nämlich eine flexible Stufenskalierung. Die sorgt dafür, dass ihr jederzeit jede Quest in jeder Zone angehen könnt. Zudem trefft ihr überall auf potenzielle Mitspieler, egal welches Level diese besitzen. Mehr als 24 Millionen Spieler haben ESO in den vergangenen 10 Jahren bereits gezockt. Elder Scrolls Online setzt auch im Jahr 10 auf ein sogenanntes Buy-to-Play-Modell. Ihr kauft das Spiel einmalig und könnt es dann nach Lust und Laune spielen. Ein verpflichtendes Abo gibt es nicht. Genauso wenig müsst ihr euch über spielspaßbremsende Restriktionen Gedanken machen, mit denen euch Free-to-Play-MMOs in den Shop treiben wollen. Wer will, kann jedoch für ein paar Euro im Monat das optionale ESO Plus-Abo abschließen und so Zugriff auf alle 24 DLCs, 6 umfangreiche Kapitel, den erweiterten Platz für Handwerksmaterialien und weitere Vorteile erhalten. Zudem gibt's durch das Abo jeden Monat einige Kronen, die ihr im Ingame-Shop etwa in Reittiere, Kostüme oder Möbel für euer Eigenheim investiert.
Und falls ihr Online-Rollenspiele lieber von der Couch aus zocken möchtet, ist auch das bei ESO möglich. Schließlich gibt's bereits seit 2015 Versionen für PlayStation und Xbox, die dank Next-Gen-Upgrade auf der aktuellen Konsolengeneration toll aussehen und wunderbar flüssig laufen. Das dynamische Kampfsystem von Elder Scrolls Online fühlt sich mit dem Gamepad zudem so gut an, dass selbst viele PC-Spieler zu Analogstick, Steuerkreuz und Schultertasten greifen. Das nächste große Highlight von ESO klopft bereits an die Tür. Am 3. Juni erscheint mit Gold Road das neue Kapitel für PC und Mac. Am 18. Juni erfolgt die Version für Xbox sowie PlayStation. Mit dem neuen Abenteuer führen die Entwickler die Ereignisse aus Necrom weiter und schicken euch in die Westauden. Oblivion-Fans erwartet dort ein Wiedersehen mit Skingrad und weiteren ikonischen Orten Tamriels. Freut euch auf eine Geschichte rund um eine vergessene Daedra-Fürstin, mysteriöse Naturphänomene sowie eine magisch verdorbene Schneise, die heimische Tiere in aggressive Monster verwandelt. Während euch die Haupthandlung sowie die Nebenaufgaben von Gold Road etwa 30 Stunden unterhalten werden, könnt ihr mit den zwei offenen Verliesen, den je 6 Gewölben und Weltbossen, dem neuen Weltevent sowie der frischen 12-Spieler-Prüfung sicherlich noch sehr viel mehr Zeit verbringen. Dazu kommt das neue System der Schriftlehre, das es euch erstmals erlaubt, die Effekte und das Aussehen von Fertigkeiten anzupassen. Soll ein Angriff Gift, Feuer oder Blutungsschaden verursachen oder doch lieber alle Verbündeten in Reichweite mit einer Sofortheilung verarzten? Genau solche und viele weitere Details könnt ihr mit der Schriftlehre bestimmen. Wartet aber nicht bis Gold Road, um Tamriel einen Besuch abzustatten. Schließlich hat die Jubiläumsparty in ESO bereits begonnen. Es locken lohnende Login-Belohnungen wie ein knuffiges Greifenjunges, die Jubiläumstracht sowie eine ganze Menge Siegel und Bestrebungen. Darüber hinaus profitiert ihr von einem kulinarischen Erfahrungspunkte-Buff. Und ihr könnt über Aktivitäten unzählige besondere Belohnungen erhalten. Einen Artikel mit der vollständigen Liste der Jubiläumsschmankerl haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findet ihr außerdem den Link zu allen aktuellen Angeboten für PC, PlayStation und Xbox. Nur in den nächsten Tagen könnt ihr euch Elder Scrolls Online nämlich zum Spitzenpreis sichern. Wir sehen uns in Tamriel.